Ja, heute im Teil 2 habe ich dann mal den Sessel aufgebaut. Also erstmal wieder Karton aufmachen. Natürlich wieder mal ganz vorsichtig. Und dann ging es auch schon los. Karton einmal rumgedreht. Dann den Deckel abgehoben. Und mich dann erstmal wieder fleißig durchgewühlt. Jedes Teil einzeln hier rausgeholt. So, zack. Einmal das erste. Das ist, glaube ich, hier. Naja, das ist der Unterboden, wo man sich draufsetzt. Ja, dann hat man hier diese Seitenteile einmal. So, zack, hingestellt. Ja, und dann das nächste Seitenteil rausgeholt. So, hopp, ja. Und auch mal zur Seite gestellt. Ja, dann ging es weiter mit dem letzten Teil hier, dieser Sitzauflage. Die habe ich dann erstmal auf den Hocker draufgelegt. Den braucht man nämlich ganz zum Schluss. Und dann hat man hier noch die Sitzauflage. So, und natürlich noch die Schrauben, ganz wichtig. Ja, und dann ging es auch schon los. Einmal einen Überblick geschaffen über die ganzen Bauteile und dann erstmal angefangen, hier dieses Rückenlehnenteil auf den Boden gelegt, um dann die Sitzfläche hier da reinzumachen. Dazu muss man vorher erstmal die Schrauben noch befestigen. So, zack. Und dann wird das Ganze hier einmal oben drauf gesetzt. Und das hat nicht so ganz gut geklappt, aber irgendwann habe ich es dann doch hingekriegt. So. Und ja, dann hieß es, das Ganze einmal noch mit Schrauben fixieren und festziehen. Und dann war der erste Teil auch schon geschafft. Dann kamen wir natürlich wieder zu meinen Füßen. Diesmal wusste ich ja vorher Bescheid mit den Unterlegscheiben. War diesmal ein bisschen schlauer unterwegs. Und dann ging auch schon das große Gedrehen los. Einmal erster Fuß, zack, zweiter Fuß. Und dann die hinteren Füße noch schnell dran geschraubt. So, Fuß Nummer 3, Fuß Nummer 4. So, jetzt richtig fest und zack, haben wir alle vier Füße dran. Dann konnte man das ganze Ding auch mal hinstellen, denn jetzt ging es an die Seitenteile. Da musste man vorher noch hier unten diese Haken dran befestigen. Das habe ich dann auch erstmal schnell gemacht. Die da draufgelegt, zapp, die zwei Schräubchen hier genommen und dann mit dem Schraubenzieher ordentlich festgedreht. So, erste. Ja, so und zack, fest und beim zweiten auch nochmal schnell rein. Ein paar Mal rumgedreht und ja, fest. So, jetzt ging es dann ans Einhaken. Das war ein bisschen schwieriger als gedacht. Ich habe mir da echt ein bisschen Mühe gemacht, wie man sieht, hier so rumgekippt. Ja, und dann dachte ich habe das jetzt endlich mal hinbekommen, aber irgendwie war das nicht so ganz richtig. Und habe dann unten nochmal nachgeguckt, habe dann nochmal ein bisschen justiert, aber das war dann doch ein bisschen trickiger als gedacht. Aber ich habe natürlich nicht aufgegeben und irgendwann habe ich es dann auch echt mal hinbekommen. War ein bisschen tricky, habe mir dann echt nochmal echt einiges überlegt, hier nochmal ein bisschen rumgewackelt und hin und her geschoben, aber das wurde nicht besser. Und dann habe ich hier mal reingelinst und habe dann gesehen, da ist der Fehler, ich muss das Ganze weiter runter machen. Habe ich dann auch gemacht und schlussendlich konnte ich es dann doch verschrauben. Hier sieht man, das habe ich dann ordentlich verschraubt und ja, dann ging es zum zweiten Teil, genau das gleiche, das habe ich jetzt weggelassen und dann fehlt nur noch die Auflage, die habe ich dann hier mal oben drauf gelegt, da unten reingestopft und dann war, tada, der Sessel samt Hocker endlich aufgebaut.